Herzlich willkommen bei Noobtech und einem weiteren Unboxing-Video. Ganz aktuell zum Release der neuen Intel CPUs, sogenannten Sandy Bridge, zeigen wir euch hier mal ein Mainboard, das passend für diesen neuen Standard ist. Er bringt uns gleichzeitig auch einen neuen Sockel, den LGA 1155 mit. Wir haben lange gesucht und uns durch die Spezifikationen einiger Hersteller gequält. Herausgekommen dabei ist das Asus. Ich gebe zu, Asus ist hierbei ein präferierter Hersteller meinerseits mit der Bezeichnung P8 P67 Pro. P67, sehen wir auch hier, ist der neue Chipsatz, der eben auch mit der neuen CPU eingeführt wurde. Das Board hat wie üblich SATA-2 Anschlüsse. Es hat dann hier auch SATA-3 oder 6 Gigabit pro Sekunde SATA Anschlüsse. Es sind 4 davon. Man kann 2 davon als RAID benutzen, als RAID 1, 0 und 5. Wir haben dann noch andere Features, die wir dann auf der Rückseite näher betrachten können. Wer an dieser Stelle das genauer betrachten will, drückt an dieser Stelle Pause. Gehen wir also gleich weiter zum eigentlichen Sinn dieses Unboxings. Wir öffnen die Schachtel und sehen darin schon das Mainboard. Es ist wie üblich in einer antistatischen Folie verpackt. Sieht so aus, wir werden es noch näher ansehen, deswegen lege ich es jetzt zurück. Mal sehen, was uns Asus als Beigaben hier so gibt. Als erstes sehen wir hier die RTX Blende oder das IO Shield, wie es auf Englisch heißt. Wir sehen hier eine SLI Bridge. Verwirrt mich jetzt etwas, dass Asus sowas einem Mainboard beilegt, macht aber nichts. Freut uns sicherlich immer wieder. Wir haben dann hier zwei gewinkelte SATA-2 Kabel und hier als Zugabe zwei SATA-3 Kabel, auch gewinkelt. Man kann im Prinzip auch SATA-2 Kabel hier verwenden, nur kann es eben sein, wenn sie nicht dafür zertifiziert sind, dass die Übertragungsrate eben nicht genauso passt, wie es soll. Als nächstes haben wir hier eine Slotblende mit internem Anschluss für den neuen USB 3.0 Anschluss. Wir haben also dann auch hier zwei Stück davon. Wir haben hier einen User's Guide für das DigiPlus und den Bluetooth to go. Wir haben hier einen Quick Start Guide, eine Treiber CD mit Aufkleber und für das Mainboard selbst auch einen User's Guide. Hier ist ganz detailliert beschrieben, was wo eingebaut gehört, wie das BIOS einzustellen ist. Als nächstes und letztes haben wir hier dann noch zwei Adapter. Asus hat hier eine Besonderheit. Man kann die interne Gehäuseverkabelung wie Power Switch, Reset Switch etc. extern zuerst an diesen Adaptern anschließen und nachher ganz komfortabel intern einbauen. Hat den Vorteil, man braucht keine Hände wie eine Hebamme oder ein Chirurg, um das Ganze auch verlässlich einzubauen. Wie wir sehen, die Schachtel ist leer und deswegen wenden wir uns dem Hauptstück zu. Sieht so aus. Wir nehmen es gleich aus der Folie. Wichtig bei solchen Aktionen bitte zuerst an etwas Metallisches greifen, um eben statische Entladungen, die eventuell die Hardware beschädigen könnten, zu vermeiden. Wir sehen hier das schöne Layout und Design mit den stylischen blau gehaltenen Kühlkörpern.
Wir sehen dann hier den Stromanschluss. Wir haben dort oben den 8-pinigen Anschluss für die CPU. Wir sehen hier PCI Express einfach. Wir haben 1, 2, 3 16-Fach-Anschlüsse, wobei der letzte nur als 4-fach ausgeführt ist und 2 normale PCI-Steckplätze. Wir haben weiters 4-mal Steckplätze oder Bänke für DDR3 RAM. Diese werden unterstützt ab 1066. Hier selbst ist der Sockel geschützt mit einer Plastikhülle. Ich nenne es mal so. Das ist eigentlich auch schon Standard. Was haben wir noch? Wir haben hier an der Unterseite oder Vorderseite, wie man es nennen möchte, die normalen SATA-Anschlüsse. SATA-2, um genau zu sein. Diese können im RAID 0, 1 und 5 verwendet werden. Weiters haben wir hier dann noch die neuen SATA-3 oder 6 Gigabit pro Sekunde Anschlüsse. Wobei zwei davon, ich weiß jetzt nicht auswendig welche, aber ich gehe mal davon aus, dass es diese beiden sein werden, auch im RAID betrieben werden können. Wir sehen, wir haben also hier auch sehr viele Anschlüsse, um Festplatten oder sonstige Dinge anzuschließen. Wichtig anzumerken ist noch, dass die neuen SATA-Anschlüsse auch abwärtskompatibel sind und somit SATA-2 Festplatten oder optische Laufwerke auch damit betrieben werden können. Was sehen wir noch? Wir sehen hier ein LED, das uns anzeigt, ob Spannung auf dem Board ist. Wir haben hier dann noch diverse USB-Anschlüsse. Hier, das ist die Anschlussleiste für die interne Verkabelung. Was sehen wir nun hier? Wir haben hier ganz normal nach wie vor PS2-Anschlüsse für Maus und Tastatur. Wir haben hier digitale Ausgänge für die Soundkarte. Wir haben hier das Bluetooth. Wir haben, muss jetzt mal nachsehen, hier haben wir USB 3.0, wir haben ESATA, wir haben normale USB-Anschlüsse, wie ihr seht. Wir haben hier einen Intel Gigabit-Netzwerkanschluss. Wir haben hier dann noch die Soundkarte. Warum haben wir also das Ganze so gewählt? Weil wir einfach denken, es reicht, diese Anschlüsse zu haben. Man hat im Prinzip als Privater gar nichts davon, wenn man sich ein Mainboard kauft, das 2 Netzwerkanschlüsse hat oder. Und es sind einfach nur Dinge, die man teuer bezahlt und nie nutzen wird. Es ist zwar schön zu sagen, ha, ich habe das und das Board in der Deluxe-Variante, aber was bringt es uns genau? Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein wenig inspiriert. Ich konnte euch etwas zeigen, wie die neuen Layouts der Boards so sind, im Speziellen eben von diesem Asus P8 P67 Pro. Wem es geholfen hat, erzählt es bitte weiter. Macht ein Abo, sofern er noch keines hat. Und die anderen, tja, machen nichts oder schrauben an ihren eigenen PC. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, bewerten, kommentieren und abonnieren.